Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine Rezension und zwei Neuzugänge für euch. Jo, und damit ich nicht lang um den heißen Brei rumrede, dann fange ich mal mit der Rezension an. Und das Buch seht ihr neben mir hier eingeblendet, und zwar von Sophie Moore, London Devil, Verbotene Sehnsucht. Das ist der erste Band der Trilogie. Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, hin und weg von dem Buch. Also mir hat es wirklich von Anfang bis Ende wahnsinnig gut gefallen, muss ich echt sagen. Aber gut, jetzt gehe ich natürlich näher drauf ein. Also um was geht's? Es geht um Abby. Abby lebt in New York und war vorher eine sehr mäßig erfolgreiche Schauspielerin, hat ein, zwei Theaterstücke mal gemacht, also oft gespielt, aber ansonsten eher weniger. Ist jetzt mit einem sehr erfolgreichen Scheidungsanwalt zusammen und aber irgendwie merkt sie die Beziehung jetzt dann und er und auch die baldige Verlobung dann mit ihm ist es fühlt sich irgendwie falsch an für sie. Sie arbeitet nur als einfache Sekretärin in seiner Kanzlei, also ist eigentlich komplett abhängig von ihm, führt irgendwie kein eigenes Leben mehr, wie sie das früher gemacht hat. Früher hat sie sich in jedes noch so kleine Abenteuer gestürzt, hat alles gemacht, egal wo sie das Leben hingeführt hat. Sie hat einfach alles angenommen, so wie es war. Und diese Unbeschwertheit ist jetzt einfach weg. Bis dann ihre beste Freundin Lilith ihr ein Angebot macht, und zwar soll sie für Liliths Chef einen Barkeeper oder halt er, also jemanden einen Barkeeper suchen, der einfach für ein Video oder für einen Film da irgendwie mitwirken soll. Und da hat sie gesagt, da gibt es einen ganzen guten, der ist aber in London, da müsste sie extra nach London fahren und dann fliegen. Und Abigail sagt zu und sagt, okay, ich übernehme das für dich. Und die beste Freundin von ihr, Lilith, die ist ein riesen Fan von einem bestimmten Regisseur, der macht halt so Underground-Filme, so Independent-Filme, die jetzt halt nur eingefleischte Fans auch kennen. Und sie ist voller Fan von diesem Regisseur und der wohnt halt eben in England, in London. Und sie sagt, ja, wenn du den vielleicht irgendwo mal siehst oder so, dann vielleicht ist es möglich, ein Autogramm zu bekommen oder so. Aber wie gesagt, ist jetzt einfach nur so ein frommer Wunsch von ihr. Abby fliegt nach London und macht eben den Job von ihrer Freundin, übernimmt den kurz, ist eigentlich nur ein Kurztrip normalerweise, für ein Wochenende ist er halt eben kurz in England, bis sie dann eben diesen besagten Regisseur trifft in einem sehr exklusiven Club, wo man eigentlich nur mit Einladung rein darf, und er merkt sofort ihr Talent, ihr Potenzial und sagt, hey, hast du Lust, in einem meiner Filme mitzuspielen? Ich suche noch eine Hauptrolle für meinen Film und er fragt sie, ob sie Bock auf die Rolle hat. Und finde ich, also sie sagt natürlich zu. Und da merkt man dann durch das Angebot und durch die Rolle, die er ihr anbieten will, er sagt, du warst doch bestimmt früher sehr, sehr unbeschwert, hast dich in jedes Abenteuer gestürzt. Warst einfach unabhängig, ja, sie warst unabhängig und jetzt versucht er diese Seite so langsam wieder bei ihr so hervorzuholen. Sie ist noch da, aber ganz, ganz klein und ganz versteckt in ihr, aber er merkt schon, welche Knöpfe er bei ihr drücken muss, dass einfach diese Unbeschwertheit und diese Lebenslust einfach wieder zum Vorschein kommt bei ihr, dass einfach wieder vorhanden ist, dass es wieder da ist und er kriegt es einfach irgendwie hin, dass ich denke, ja, eigentlich stimmt doch. Sie hinterfragt sich dann auch und denkt sich, okay, er hat eigentlich wirklich recht. Lass mich von einem Mann quasi abhängig machen, habe kein eigenständiges Leben mehr, so wie früher eben. Und sie fängt an, sich langsam eben zu hinterfragen. Es ist auch vom Schreibstil her ist es gut gemacht und auch finde ich das Setting, wenn sie dann auf der Suche nach diesem exklusiven Club ist, einfach durch diese dunklen und auch etwas ja, dunklen Gassen eben durchgeht, übers Kopfsteinpflaster rennt mit ihren High Heels. Also es ist echt,
Also die Atmosphäre ist wirklich fast zum Greifen. Also man kann sie, irgendwie hat man das Gefühl, wenn man das, wo ich das Buch gelesen habe, man könnte die Atmosphäre direkt also richtig packen, richtig greifen. Und es war einfach Wahnsinn. Es war so toll gemacht von der Autorin, diese Atmosphäre, die Spannung und die Funken, die einfach zwischen Abby und James, dem Regisseur, dann einfach langsam anfangen zu fliegen. Und da knistert schon und da ist auf jeden Fall was zwischen den beiden. Also wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt riesig auf den zweiten Band, der, glaube ich, jetzt haben wir ja Juni, ich glaube am 13. Juni, glaube ich, erscheinen wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Band, wie es weitergeht. Und dass sie einfach aus ihrem Schneckenhaus endlich mal rauskommt und wieder die Abby wird, die sie eigentlich vorher war. Das, denke ich, wird er versuchen, sie aus diesem Schneckenhaus eben rauszuholen und zu sagen, hey, sei doch einfach wieder lebensfroh, lebenslustig, stürz dich ins Abenteuer, sei einfach wieder unbeschwert. Und das denke ich, wird er schon aus ihr rauskriegen. Und natürlich, der Film muss natürlich weiter gedreht werden, ganz klar. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Also von mir, ich habe wirklich nichts auszusetzen. Wie gesagt, die Charaktere sind toll, die Atmosphäre, wie gesagt, ist einfach bombastisch. Ich finde das wirklich, man kann sie wirklich förmlich greifen. Es ist wirklich toll. Also toll gemacht, ein toller Auftakt der Trilogie. Also ich habe wirklich nichts, wirklich gar nichts auszusetzen an dem Buch. Es ist toll gemacht. Also ich bin wirklich gespannt auf den zweiten Band. Ich kann wirklich echt nur 5 Sterne geben, was mich einfach komplett begeistert hat von Anfang an, von der ersten bis zur letzten Seite eigentlich. Und wie gesagt, also atmosphärentechnisch wirklich wahnsinnig gut. Spannungsmäßig ist auch alles da, was dieses Buch wirklich so gut macht und so super macht. Also es ist wirklich alles dabei, was drin sein muss. Dieses Knistern, die Spannung, alles da. Ohne jetzt, dass es irgendwie übertrieben wirkt oder so, überhaupt nicht. Und wie gesagt, die Atmosphäre ist, finde ich, das Ganze, was das Buch ausmacht, finde ich. Also wirklich toll, toll gemacht von der Autorin. Also ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Also wie gesagt, ich kann wirklich nur 5 von 5 Sternen geben. Ich habe nichts auszusetzen, nichts zu bemängeln. Also wenn ihr auch Fans von so Dark Romance seid, könnt ihr es auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht von ihr. Und sie hat das tolle Auftakt. Also die Rezension dazu, zu diesem Buch, die findet ihr auf meiner Lovebook-Seite und den Link hier unten in der Infobox. Also tolles Buch, wie gesagt. Also wenn ihr da aufspringen wollt, wenn ihr es lesen wollt, tolle Empfehlung auf jeden Fall von mir und bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten Band. So, dann habe ich noch die 2 Neuzugänge, die ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar der erste Neuzugang, das ist einmal von V. Victoria Swab heißt die. V.E. Swab, das unsichtbare Leben der Audie LaRue. Ja, Frankreich. Zum Inhalt komme ich jetzt, also bevor ich jetzt ein bisschen durcheinander komme. Also, um was geht's im Buch? Wir sind in Frankreich im Jahr 1714. Die junge Eddie LaRue möchte nur eins. Sie möchte der Provinz entkommen. Sie möchte wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. Und in einem Moment der Verzweiflung schließt sie einen Pakt mit dem Teufel, der ihr Freiheit und ewige Jugend verspricht. Doch der Preis ist natürlich hoch, den sie da zu zahlen hat, denn niemand, den sie trifft, wird sich an sie erinnern. Also keinen, den sie da trifft, weiß dann auch, wer sie ist. Die wird dann eben schnell vergessen. Und so beginnt die Reise durch die Jahrhunderte, sogar bis an die Grenzen, bis sogar an die Orte, bis an an bedeutende Orte der europäischen Geschichte sogar, so weit geht es dann auch, aber auch an die Grenzen der Einsamkeit und Verzweiflung, wenn natürlich keiner sich an sie erinnert, wenn er ihr begegnet, bis sie im Jahr 2014 einen jungen Mann in New York trifft, der sich doch an sie erinnert. Und das ist das Faszinierende dran. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe einige Bücher schon von der Autorin gelesen und bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ja. Aber es ist gut. Also die Bücher, was ich bis jetzt gelesen habe, haben mir gut gefallen. Bin gespannt auf dieses Buch. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Buch schon gelesen? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal doch einfach unten in die Kommentare rein.
Und dann können wir uns gerne ein bisschen drüber unterhalten über das Buch. So, dann komme ich zum zweiten Neuzugang. Der ist heute wirklich frisch. Den habe ich mir natürlich selbst gekauft. Und endlich ist er da. Freed von E.L. James. Also 50 Shades of Grey, befreite Lust, aus Christians Sicht erzählt. Ja, bei den Büchern scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Das heißt, die einen finden es super, die anderen finden es überhaupt nicht gut. Also die anderen sagen natürlich, es ist dieselbe Story, das ist natürlich klar. Aber mich interessiert einfach seine Sicht der Dinge. Wie hat er in dem Moment empfunden? Was hat er in dem Moment gedacht? Was hat er da, also einfach die ganzen Empfindungen, seine Gedanken, seine Gefühle, alles. Das reizt mich eben an diesen Büchern. Jetzt ist endlich der dritte Band raus. Seit heute gibt es ihn ja zu kaufen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Sicht, wie er eben das ganze Auf und Ab hier im Buch erlebt. Natürlich, wie gesagt, die Story ist natürlich die gleiche, aber es ist einfach mal gut zu wissen, wie das aus seiner Sicht einfach ist, was er einfach gefühlt hat, was er gedacht hat, einfach ganz tief in seine Gefühlswelt wieder einzutauchen. Bin sehr gespannt auf dieses Buch. Und ich weiß nicht, habt ihr vor, es euch zu holen oder habt es schon, vielleicht sogar schon gelesen, keine Ahnung. Als E-Book, denke ich, wird es ja mittlerweile auch schon geben, vielleicht so ein paar Tage früher schon, als wir jetzt hier die Paperback-Ausgabe, was ich jetzt hier habe. Also ich finde es, bin auf jeden Fall gespannt drauf. Das ist jetzt der letzte Band. Jetzt hat es ihn endlich fertig geschrieben. Also ich bin gespannt. Wenn ihr Meinungen zum Buch habt, könnt ihr das gerne mir unten in die Kommentare reinschreiben. Dann können wir uns gerne ein bisschen drüber austauschen. Jo, und kurz zum Schluss noch was. Ich habe ja in meinem letzten Video eine Rezension gemacht zu einem Buch, was im sogenannten Rocker-Genre spielt, wo es um einen MC geht. Und da hat mir jemand was runter und hat jemand einen Kommentar darunter geschrieben, ja, er findet die Rezension überschrecklich. Die Person hat gesagt, sie findet die Rezension schrecklich. Das Cover ist ja sowas von ekelhaft und was weiß ich nicht alles. Ich habe natürlich was drunter geschrieben. Ich habe geschrieben, sicher, natürlich ist Geschmäcker beim Lesen sind ja auch verschieden. Das wisst ihr natürlich genauso. Ihr lest einfach die Bücher, die ihr mögt, aus welchem Genre jetzt auch immer. Und ich bin dann einfach ein Fan von dem ganzen Rocker-Genre. Wenn es um einen MC geht, finde ich das einfach toll zu lesen. Und ich war froh, dass mir einfach eine Autorin wieder das Genre wieder ein bisschen schmackhaft gemacht hat. Wie gesagt, Geschmäcker sind einfach verschieden, ist auch völlig in Ordnung. Aber was ich einfach schade finde, dass diese Person einfach durch ihren Kommentar mir somit gezeigt hat, ja, ich finde das Buch von Anfang an schon schlecht. Ich meine, wenn ich mich nicht mit dem Buch auseinandersetze, dann kann ich ja nicht einfach sagen, das Buch ist einfach schlecht oder gefällt mir überhaupt nicht oder so. Weil beim Lesen setzt man sich ja mit dem Buch auseinander, das wisst ihr ja. Man setzt sich mit dem Inhalt auseinander und es geht nicht nur ums Cover. Natürlich macht das Cover auch ein bisschen was aus, das wisst ihr auch. Wenn ihr euch ein schönes Buch kauft und das Cover schaut phänomenal aus, dann ist es natürlich auch natürlich ein Anreiz, dass man sich das Buch holt und man sieht es bei jemand anders irgendwo, ob auf Instagram oder Facebook oder hier auf YouTube, hält es euch jemand in die Kamera und sagt, das Cover ist mega geil, gefällt mir super, Klappentext ist auch gut oder so. Ja, ist ja völlig in Ordnung, aber trotzdem geht es ja bei Büchern im Prinzip auch um den Inhalt. Ja? Darüber wird ja dann auch diskutiert, wenn man das Buch dann gelesen hat. Man tauscht sich mit anderen aus. Ich mache hier auch jedes Mal, wenn ich ein Buch gelesen habe, eine Rezension dazu, damit ihr dann auch wisst, okay, ich habe das Buch gelesen, ich habe mich damit auseinandergesetzt und dann bewerte ich das Buch dementsprechend, je nachdem, mit so und so viel Anzahl der Sterne, sage ich halt, ob ich es gut finde oder nicht. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wie ihr das Buch dann findet, wenn ihr es gelesen habt und ihr sagt, ihr findet es nicht so gut oder ihr findet es besser, ist es auch völlig in Ordnung. Aber von vornherein zu sagen, einfach, wenn ich ein Buch nicht kenne, wenn ich das Genre nicht kenne und gleich von Anfang an sagen, das Cover schaut schrecklich aus und dann hat sie noch geschrieben, ja, es geht um einen Kerl, der sein Leben nicht im Griff hat und nicht klarkommt, stimmt überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe da unten was, habe natürlich auf den Kommentar geantwortet. Ich wollte es einfach noch mal kurz im Video sagen. Geschmäcker sind verschieden, ist auch völlig in Ordnung beim Lesen, ja. Aber finde trotzdem sollte man doch als Leserin und Leser schon ein bisschen offen sein, sich vielleicht auch mal überraschen lassen von einem Genre, wo man vielleicht weniger Bücher gelesen hat oder wo man oder Bücher
in dem Genre noch gar nicht gelesen hat, wo man gar nichts kennt. Also ein bisschen Offenheit, finde ich, ist schon wichtig, auch beim Lesen, finde ich, ganz klar. Das wollte ich jetzt einfach nur kurz zum Abschluss sagen, nicht, dass ihr hier denkt, ja, also ich antworte auf jeden Kommentar, ganz egal, was da unten drin steht, aber ich wollte es jetzt einfach nicht so stehen lassen, weil ich kann, wie gesagt, ein Buch nicht beurteilen, wenn ich es nicht gelesen habe. Wenn ich das Cover schrecklich finde, ist okay. Aber dann entweder lese ich das Buch oder lese ich es nicht. Aber dann ist einfach, finde ich, ist zu einfach. Das habe ich ja einfach unten geschrieben. Das wollte ich jetzt einfach nur kurz mal sagen. Nur kurzes Statement kurz mal machen und einfach meine Meinung noch mal kurz sagen, damit ihr da ein bisschen auf dem Laufenden seid. Es hat zwar nicht so viele Kommentare unter dem letzten Video gegeben, aber trotzdem wollte ich das jetzt einfach am Ende noch kurz erwähnen. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe auch meine, sagen wir mal, Hauptgenre, die ich wirklich viel lese und auch gern lese, aber wie gesagt, etwas Offenheit, finde ich, schadet nicht. So, jetzt habe ich genug dazu gesagt, was Offenheit beim Lesen angeht. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, ich bin jetzt fast ja, ungefähr fast eine Viertelstunde, aber ich wollte es jetzt einfach mal gesagt haben. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Den Link findet ihr wie immer hier unten in der Infobox oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Und alle Infos zu den Büchern, wie gesagt, findet ihr hier unten in der Infobox. Findet ihr alle Links zu den Büchern. Die Rezension natürlich zu dem Buch habe ich jetzt vorhin vergessen zu erwähnen. Wie immer auf meiner Lovely-Book-Seite könnt ihr euch dann die Rezension zu London Devil angucken und euch durchlesen. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden und wünsche euch noch eine schöne Woche. Das Wetter wird ja zum Glück etwas besser jetzt. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Sonnenschein. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sag Servus und Baba. Ciao!